Es ist 8:54 Uhr und für unser Videotagebuch, ja, der erste Trade heute wird ein Blue Box Trade sein und wir sehen, er ist auch nicht verschwunden. Die Blue Box ist noch da. Wir sind short im ersten Trade. Ab dem zweiten Trade würden wir auf angepasst gehen. Und schauen wir mal, dann werden wir da so Richtung 50 gehen. 15,59. Wir haben eine Kurslücke und das ist eigentlich auch die Zielmarke, wo wir hinlaufen könnten. Kurslücke hier, nämlich das Gap von Freitag. Und das wäre eine schöne Zielmarke hier, wenn der Markt sich leicht aufschaukelt. 8:55 Uhr. Aufzeichnungsgerät anzeigen und los geht's. Also die Blue Box 11,5 ist auch wirklich das Minimum, aber das wird voraussichtlich der erste Trade sein. Wir gehen long bei 15.926, da ist die Falle, und 15.914 short. Das wird das Level sein. Ich bin gespannt. Erster Trade, erste Falle. Der Kurs ist direkt dort. 7 Minuten noch bis zur Markteröffnung in Frankfurt. Und dann blicken wir auch und fokussieren uns auf den linken Bildrand für die Vola-Box an einem Montag. Risiko hier links etwas höher eingestellt. 0,1 zu 0,1, weil wir hier einen Teilgewinn wieder mitnehmen wollen oder Hedge-Auflösungs Trade machen wollen. 8:53 Uhr, 23. August 2021. So, 9:03 Uhr und wir sehen die gestrichelte Linie in der rechten Box waren wir im Gewinn. Und wir gehen jetzt auch hier leicht auf angepasst. Blue Box. Und links sind wir in der Vola Box. So, wir sind jetzt im dritten Trade. 15, 9, 10. Und die Vola-Box oben ist raus aus dem Trade. Null Komma null vier, 0,06. So, 0,05. Ich schließe hier, beziehungsweise weil wir dann hier noch mal reingehen. Also mit 0,06 geschlossen. Wenn wir jetzt noch mal in die Vola-Box reingehen. Ja, es wird jetzt hier auf der rechten Seite haben wir auf angepasst. Wir sind rechts bei der kleinen Box hier auf dem fünften Trade. Blue Box. Da brauchen wir jetzt nur eine kleine Richtung reinnehmen. Ja, warum habe ich links die grüne Box rausgenommen? Ja, wir sind 0,6. Wir können also auch eine Vola-Box definitiv splitten. Jetzt schauen wir auf dem rechten Bildrand bitte. Fokus rechter Bildrand. Greifen auf die Big Number an. Schauen, dass wir da. So, jetzt sind wir im Gewinn. Auch hier mit 0,05, 0,02. Jetzt noch ein bisschen 0,05. Und ich schließe hier auch den Trade. Und wir haben jetzt den Eröffnungstrade in den Gewinn gebracht. Und wir sehen auf der linken Seite 0,06. Schließen wir auch mit Gewinn. Gehen in die nächste Box rein. Aber nicht mehr mit dem hohen Risiko. Denn da haben wir jetzt schon den ersten Trade sauber in den Gewinn gebracht. 0,013. 0,013.
Und los geht's. Und wir schauen einmal auf das Ergebnis. 0,15 sehen wir hier auf dem linken Bildrand. Die Tretradar 0,15 für heute Vormittag. Also morgen machen wir das gleiche Spiel nochmal mit 0,1. Wir haben also ein Stück hier wieder aktuell gut gemacht. Und es ist jetzt 9.06 Uhr. Da ist noch einiges drin. Ich verabschiede mich bei den YouTubern und ja, wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. So, 36 Sekunden noch, 33, sehr, sehr ruhiger Start, 30. Wir sind jetzt im Gewinn mit der Blue Box, wie ihr seht dort. Ich lasse den aber ein wenig weiter laufen, 22. Wer also aussteigen möchte, kann dies tun. Offiziell wäre der Trade jetzt in Gewinn. Wir lassen den auch laufen und wir zählen natürlich für unsere Eröffnungstrade nur, die wir auch wirklich schließen in Gewinn. So, 5 Sekunden, 3, 2 und los. Auf dem linken Bildrand sehen wir die Vola-Box und wir haben sie jetzt auch direkt platziert. 15,914 zu 15,899 und wir haben die gestrichelte Linie oben, die Blue Box. Wenn sie jetzt nochmal in die Verlängerung nach unten geht, werden wir die Blue Box nochmal auf angepasst drücken. Wir sind aktuell mit dem Trade im Gewinn, ziehen aber noch ein bisschen nach oben. Das sind die beiden Trades aktuell. Rechter Bildrand ist unsere Blue Box.